Herzlich willkommen im Porsche Museum. Im Rahmen unserer permanenten Aktualisierung unserer Ausstellung haben wir uns in den letzten Monaten intensiv mit unserem Prolog beschäftigt. Der Prolog ist der einleitende Teil unserer Ausstellung und wir haben in den letzten Wochen sehr viele neue interaktive Stationen und Touchpoints installiert und freuen uns, nach über einem Jahr Planung diesen Prolog nun mit unseren Besuchern teilen zu dürfen. Herr Iris, ein wesentlicher Meilenstein unserer frühen Geschichte ist das Thema Hybridisierung von Fahrzeugen. Wir sehen hier, wie ich finde, ein sehr spektakuläres Exponat, eine sogenannte Radnabe. Erzähl uns da was dazu. Ja, genau. Wir haben hier unseren elektrischen Radnabenmotor. Also hier sitzt der Motor in der Radnabe und er ist eben elektrisch. Also Ferdinand Porsche hat angefangen mit elektrischen Motoren, nicht mit Verbrennungsmotoren. Und seine Innovation war es eben wirklich, diesen ganzen Motor lenkbar zu machen. Um zu erleben, wie Elektromobilität funktioniert, haben wir hier auch noch ein kleines Exponat. Sprich, man hat das in groß und man hat es in klein und sieht dann auch, worauf dann alles weitere basiert mit dem ersten Hybridfahrzeug der Welt zum Beispiel. Frank Jung, grüß dich. Hallo Achim. Du warst ja maßgeblich in die Bereitstellung der Inhalte für unseren neuen Prolog auch zuständig. Erklär uns doch, was ist komplett neu, was wollen wir unseren Besuchern in Zukunft hier vermitteln? Du hast ja schon gesagt, die Vorgeschichte von Porsche als Marke und die zeigen wir hier im Prolog. Was ist passiert seit der Geburt 1875, Ferdinand Porsche? Wo kommt die Liebe zum Nürburgring her? Wo kommt die Beziehung zwischen Serie und Motorsport her? Unsere Geschichte beginnt elektrisch. Wie kommen wir nach Stuttgart? Welche Doktorwürde führen wir heute noch im Firmennamen? Also was ist für Porsche so quasi hier der Ursprung und das haben wir ja sehr ausführlich mal aufgearbeitet. Frank, wir haben jetzt hier nochmal ein ganz besonderes Exponat, das ich persönlich sehr informativ, aber auch sehr persönlich finde, ein Familienalbum. Erklär uns da kurz was drüber. Wir zeigen ja nicht nur Technik oder Technologie, sondern wir zeigen auch was Persönliches und insbesondere etwas zu der Familie. Und hier haben wir so einen Einblick ins Familienalbum. Wir haben Bilder von Ferry, wie er mit einem kleinen selbstgebauten Wagen schon seine ersten Fahrversuche unternimmt und er wächst ja an der Seite seines Vaters auf und so quasi saugt er schon das Benzin auf, mit dem er dann natürlich später die Marke Porsche gründet. Könntest du uns hier kurz zeigen, wie der Besucher sich in Zukunft hier durchnavigieren kann? Schau, wenn du hier hast du die gesamte Übersicht über die Familie, auch wie die Familien Piëch und Porsche zusammenhängen. Das sind alles Punkte, die wir bisher so ausführlich nicht erklärt haben. Ja, Iris Harker, wir haben ja gesagt, wir wollen mit dem neuen Prolog sehr interaktiv werden. Wir haben jetzt ein sehr, sehr bewegliches Exponat. Erzähl uns doch ein bisschen was zu diesem tollen Boxermotor. Ja, das ist tatsächlich ein originaler Industriemotor, den wir noch in der Sammlung bei uns hatten. Und die Idee war eben, den aufzuschneiden, um den Besuchern mal zu zeigen, was heißt denn eigentlich Boxermotor, eben diese flache Bauweise. Und auch man sieht wunderbar dieses Luftgekühlte. Man kann ihn eben starten, man kann die Zündfolge sehen. Und man kann auch das Viertaktprinzip sehen, denn wir haben ja auch viele Führungen und viele Schulklassen und wir haben extra Team Spirits auch für Motorentechnik. Da kann man das jetzt ganz wunderbar nachvollziehen. Ich finde, das ist ein sehr spektakuläres Exponat und sicherlich ein Highlight in unserem neuen Prolog. Frank, die Gründung des Konstruktionsbüros 1931 war ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmengeschichte. Wir haben hier einen Konstruktionstisch nachgebaut, der aus meiner Sicht wirklich ein sehr wesentliches Exponat im neuen Prolog ist. Willst du uns was dazu erklären? Ja, also man sieht es ja optisch. In der Tat, wir haben den Konstruktionstisch nachgebildet und zeigen die verschiedenen Stationen und die verschiedenen fast parallel laufenden Entwicklungen. Von den ersten Aufträgen zum Porsche Typ 7, über die Drehstabfederung bis hin zum Boxermotor. Frank, in unserem neuen Prolog sehen wir sehr viel mehr Gesichter hinter unseren Geschichten. Wir werden sehr viel menschlicher. Man sieht es auch hier am Konstruktionsbüro.
Das stimmt, wir schauen uns nicht nur Ferdinand und Ferry an, sondern wir gucken uns natürlich auch das Team der beiden an. Und das fängt 1931 spätestens im Konstruktionsbüro an. Ganz viele von den Personen, mit denen er sich dann selbstständig macht, lernte Ferdinand Porsche schon auf seinen vorherigen Stationen kennen. Frank, die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs war bei uns immer schon Bestandteil des bisherigen Prologs. Wir haben aber auch diesem Thema einen weiteren Platz eingeräumt und wir haben sehr viel mehr Informationen zu diesem Kapitel. Erzähl uns da was drüber. Das stimmt, wir haben das ganze Thema Nationalsozialismus nochmal aufgearbeitet. Nicht nur die Konstruktionen, auch die verschiedenen Netzwerke und die politischen Verstrickungen, die verschiedenen Institutionen, die beteiligt waren. Und hier kann sich der Besucher also deutlich stärker nochmal informieren und nochmal in die Tiefe gehen. Vielen Dank. So, ich hoffe, ihr habt nun einen guten Überblick bekommen, was euch in Zukunft hier in unserem Prolog erwarten wird. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, schaut euch bitte unsere Kurzvideos an, die wir produziert haben. Hier wird Iris Hager und Frank Jung ja die einzelnen Stationen nochmal im Detail erklären und ihr könnt hier noch tiefer einsteigen. Ich freue mich jedenfalls, euch hier begrüßen zu dürfen. Hi, welcome to our new part of the exhibition here in the Porsche Museum. As you already know, we designed the first round completely new, and we have some special exhibits like this one. So this is an original industrial motor from Volkswagen. So we cut it so that the visitors can see and imagine better what a boxer engine or a so-called flat engine means. So it's in that flat shape and not, for example, a V form. We have these two buttons, so if you push one, then you can see the firing order with the spark plugs inside, so you can see how it really works. And with the other plug, then you have the four-stroke principle, so you really can see and you have the possibility to see how an engine really works. Welcome to the new part of the exhibition. Here we are right in the middle of the very first steps of Ferdinand Porsche, and we are at the construction office Ferdinand Porsche established in 1931. And what I like really about this section is the construction board or the drawing board. We're showing different Porsche types, beginning with the Porsche Type 7, so the first construction of Ferdinand Porsche and his team. And we're going through evolutionary through the different types. So we see the first car with a rear motor engine or the first car with a Boxster engine. And for example, here with that Porsche Type 64, we try to point out the most important facts about the car. In this case, it's obviously aerodynamics. So hi, welcome to the new designed and created part of the Porsche Museum. If you have already been here, then you have seen that famous sports car, the Cheese Italia from 1947, and you have already imagined how futuristic that car was. What you haven't seen yet is the car's engine, because we had it already in our collection, in the car collection of the museum, but it was never shown. Here now it is, so you can really see every detail of the engine. And if that's not enough for you, the original engine, then we have a digital shadow. So here, every part is digitalized and you can see the engine structure, for example, or also we have a test bench. So here you can accelerate and then you see how the engine works. Welcome here at that new section in the Porsche Museum. We're not only taking care about Ferdinand Porsche and Ferry Porsche or the team of the early construction office, we're also having a close eye about the constructions and especially the military versions. For example, the Maus, here's an original scale model from 1941. We do get quite a lot of inquiries how Porsche and Volkswagen, how they belong to each other. And we try to picture this evolution here on this board in this new section. Of course, we don't cut out the military versions of the Volkswagen as well. So you're able to find more detailed information about those versions here in this new section. Hi, welcome to the newly designed part of the Porsche Museum here.
You see here the table. Here it's all about the founding of the Porsche Construction and Engineering Office. It's not only interesting what you see on the table, but also the table itself. It's constructed flexible, so we have a lift system inside, and it weighs nearly 2 tons. But still, we wanted to have it flexible to drive it away when we have, for example, events here in the exhibition. What you see on top of it, it's all about the engineering office when it started in 1931. So here you have, for example, the book with the construction plan numbers. So if you ever wondered why it's a type 356, it's all construction plan numbers. And here it's the beginning and the basis. Here we have the first business card. Then we have here a little bit about motorsports again, of course. And we have the technical constructions, which they designed and constructed at first. For example, the torsion bar, here an original torsion bar, and here again with a knob when you can imagine and see how it works. Here in this new design section of the Porsche Museum, we're of course taking care about the Second World War. We tried to display the political network Ferdinand Porsche had to deal with and he was working in. And if you have a look at this, that was quite complicated. And of course, we keep an eye on the foreigner workers that had to work during the 40s here in Stuttgart-Zuffenhausen. We don't have too many information at the corporate archives, so we have to thank the family of Jean Cast that they provided us with extraordinary personal documents from his life, from the time he was coming to Zuffenhausen till the time he left. Luckily, he survived the war.